Also ich bin Jessica. Es ist Nadine. Wir begrüßen euch herzlich hier am LNB. Wir sind auf der Bühne, wo unser Schultheater stattfindet. Und wir gehen mal Backstage gucken, wie der Schauspieler geht. Theater zu sehen. Wir ja zusammen mit Madame Federmeier haben wir ein Stück geschrieben und Proben eben organisiert, Rollen verteilt und eben das ganze Teil präpariert. Wie war heute das Thema Mobbing geholt? Wir wollten etwas hören, was am Alltag von der Schüler ist und du hast eben mir gefunden, dass du Mobbing eben noch ein Thema ist. Geht ja nicht schluss um Mobbing, geht ja noch um andere Probleme. Aber wir probieren das ein bisschen anzubauen. Wie findest du die Theatersektion? Das gefällt mir ganz gut. Ich sehe schon seit 4 Jahren dabei. Das ist ja und das gefällt mir heute. Das wäre ich nicht noch immer heute. Ja, ich fand es ganz witzig, weil kann ich noch eine andere Rolle schlüpfen. Und ja, kann ich auch die Entwicklung sehen von den anderen, wie sie sich rauskommen, wie sie am Anfang die ersten Jahre hinkommen sind und ich nicht getraut habe, ich sage auf der Bühne zu sagen, los, diese du und machen Emotionen. Am Anfang war das ein bisschen unsicher, aber das sollte auch besser gehen. Wir haben uns auch mal gut amüsiert, auch an den Kulissen, himmlisch. Und dann gucken wir auch so ein bisschen gemeckert. Nee, also auf der Bühne ist aber hauptsächlich immer gut gegangen und wir haben auch immer gut improvisiert. Gut. Maja, wie sieht ihr? Mein Name ist Martin Federmeier. Sind ihr zufrieden mit dem Projekt? Ja, ganz. Das hat alles tiptop geklappt, so wie wir es seit 4 gestaltet haben. Und es war ganz flott, war auch ganz viel Stress, aber tiptop. Und ihr seid doch zufrieden mit der Arbeit von den Schauspielern? Ja, sie haben uns noch mal überrascht, weil an der Probe war es ein bisschen chaotisch. Aber was sie bis Lodes Woche gespielt haben, das war wirklich super. Also, all Respekt. Es sind David, es sind Corby. Und was tut ihr im Theater zu sehen? Wir sind der Lab, eben Lützburg Hip-Hop-Band. Und wir haben an diesem Theater unseren The Rap-Deal bekommen. Und die Beats, die halt auch am Dingen zählt, außer das Piepsen, du. ja, das tun wir alles gemacht. Ob schon der Wecker schreibt, dass noch viel zu frei ist, sie fragt dann die man schrecklich steht. Wie gefällt euch das Theater Biselo? Biselo ist ganz gut. Interessant. Mir gefällt doch ganz gut. Ist tipptopp. Schultheater. Und wir sind froh, euch nächstes Jahr begrüßen zu können. Merci. Hab ich's geschehen.